när Golvanos pratar till lånen av hans och medger Trifa kontorsfältan. Conorto, chicos, redo Madine Koste, Lovet Aldeni, Polatimo och Terja, Arsken Golvas Jota, Maslen Jomanes Trifo, Dalsjuana Gosorata, Candelogo Portano, när Golvanos pratar till lånen av hans och medger Trifa kontorsfältan. Conorto, chicos, redo Madine Koste, Lovet Aldeni, Polatimo och Terja. Okay. Tja, also die Mission hat ja wirklich nicht so geklappt. Vielleicht haben wir mit der Mission mehr Glück. Nice job with the paintings. A little Jared here and there. So I will have to find someone to retouch them a bit before they are returned to Gordon. He won't know the difference. Anyway, I heard about the thunderstorm. Glad you made it out safely. Best regards, Gillian. Dr. Gordon Who. Not only did Lee steal some of our most beloved paintings, but the insurance company is causing me headaches too. I'm a premium customer, but I still haven't seen any money for those paintings. I will deal with Lee later, but right now I need to take that insurance payout in my own hands. I don't have a personal grudge with anyone at the company, so I would like to just poke them a bit where it hurts any respected company the most. Their bank account. I have a top-notch police on my cars, so if some of those were stolen, they would need to guard up. I will hook up a few cars to the alarm system to make it look legit. Please be gentle. Okay. Wir schauen uns mal noch ganz kurz an. Wir upgraden hier wieder ein bisschen. Die Gun ist mir egal. Das Ding ist mir auch egal. Shotgun haben wir noch genug. Also wenn, dann ist eigentlich das dann noch zum Upgraden. Wir können dann mal noch die Breite erhöhen. Und hier nochmal Blanks haben wir aber eigentlich genug. Holen wir uns lieber nochmal ein paar Bomben. Genau, die Waffe haben wir eh noch nie hergenommen. Und dann holen wir uns lieber nochmal ein paar Blanks. Beziehungsweise wir upgraden hier die Breite auch noch. Dann ist das alles top. Und somit sind wir hier wieder gut dabei. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Autos an. Und diesmal holen wir uns die Autos von ihm selber. So, willkommen zum Autodiebstahl 2.17.0. Am Anfang haben wir welche im Fluss oder im See versenkt. Oh, und die Baustelle ist weg. Nice. Nice. Okay, hier ist mein Laster, Escape Vehicle. Wir haben 6 zum Stehlen, 3 brauchen wir mindestens. 3 weitere wären super. 1, 2, das schaut gut aus. 3, 4, 5, 6. Okay, das hier ist okay, das hier gefällt mir sehr gut. Da würde ich sagen, fahren wir als erstes mal hin. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Okay, da vorne steht ein normales Auto. Und ich brauche dringend was zu trinken. Meine Kehle ist ganz trocken. Wollen wir mal hier ein bisschen anfeuchten, wenn wir weiterspielen wollen. Ah. So. Also, ich würde sagen, wir fahren erstmal davor, weil es sah so aus, als könnten wir die. Das eine Auto abschleppen oder so. Was haben die hier gebaut? Ein Hubschrauberlandeplatz? Ja, der hat tatsächlich das Auto mit dem Hubschrauberlandeplatz gebracht. Okay.
Das können wir irgendwie allerdings, glaube ich. Das müssten wir. Ja, doch, doch. Irgendwie gibt es eine Möglichkeit, das sehe ich schon. Schauen wir erstmal ganz kurz. Dass wir den Baum da loswerden. Weil sonst der später nämlich ein Problem werden sollte mit den anderen Autos. Haben wir ein Problem. Und dann schauen wir mal, können wir... Puh. Ich würde ganz gern beide auf einmal nehmen können. Wir machen mal ganz kurz Quick Save. Okay. Nicht ganz so ideal, glaube ich, wie es sein sollte. Oh oh. Ich habe gerade meinen Kranarm verloren. No! Scheiße. Aber krass, wie gut der hier rein ist. Okay, müssen jetzt nur aufpassen. Oh, hier ist sogar ein Artillerlader, haben wir auch noch da. Und der hat ein Auto da oben geparkt, war ja wieder klar. Was ist los mit den geldigen Leuten? Die haben alle Probleme irgendwie im Hirn. Okay, das Ding geht zum Glück auf hier. So. Dann fahren wir das Auto doch schon mal zu unserem LKW. Und weil wir schon so weit gekommen sind, würde ich sagen, machen wir gleich mal Quick Save. Ich weiß noch nicht genau, wie wir da am besten reinkommen. Bloß aufpassen, nicht zu schnell um die Kurve fahren. What? Okay. Das war letztes Mal kein Problem, oder? Als wir eins mit dem Empfänger... Ah gut, da mussten wir es nur ins Wasser schmeißen. Stimmt. Das war der Unterschied. Dann müssen wir das halt daneben parken und dann zum Schluss reinfahren. Das ist ja auch kein Thema. Ich sehe schon gut, dass das überhaupt so funktioniert hat. Perfekt. Gut, Quick Save. Und wir haben das erste Fahrzeug hierher gebracht. Und ich hätte ganz gern wieder ein Fahrzeug, um hier nicht zu Fuß laufen zu müssen. Aber das hat er jetzt nicht mehr. Jetzt hat er hier eine Couch hingestellt. Auch nicht schlecht. Okay, das ist allerdings auf seiner Liste. Oh, und wir haben jetzt hier wieder Wasser im Pool. Und das ist doch wohl nicht dein Ernst. Hm.
Okay, somit können wir das schon mindestens dann mal losfahren. Wenn wir dann schauen, ob wir hier durchbrettern können. Das ist auch wieder aus dem Glas, ja, tatsächlich. Wir können einfach hier mit dem Ding mal reinfahren. Der dürfte kein Problem sein, das eine Auto. Das hier haben wir auch schon hergebracht. Dann haben wir schon mal drei eigentlich. Schauen wir mal. Kann ich eigentlich hier diese Gehwegsplatten auch nehmen? Ne. Okay. Das dürfte auf jeden Fall so ganz gut passen. Ist das hier ein Bug oder? Ja, schaut fast so aus. So, schauen wir mal, vielleicht brauchen wir den noch woanders. Aber das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, dass wir den jetzt da direkt als Vollgas fahren können. Den können wir eigentlich auch als Vollgas fahren. Den da können wir wahrscheinlich auch als Vollgas fahren. Den müssen wir bloß umdrehen. Das sollte aber möglich sein. Da müssen wir den noch schauen und zu dem müssen wir noch schauen. Der da unten wird wahrscheinlich das Schwierigste sein. Schätze ich jetzt mal. Ja. Der ist der schwierigste. Aber wenn wir hier theoretisch Vollgas fahren. Das könnte funktionieren. Bauen hier irgendwelche Büsche hin. Ernsthaft? Geht doch. Also wir würden dann hier so drüber fliegen. Dann hier so entlang. Und dann würden wir hier in dem Ding enden. Ja, das würde gehen. Das würde gehen. Und dann könnten wir mit dem Auto... nach da cruisen. Eigentlich schon viel eher, weil wir dann nicht mehr so viel Schwung brauchen. Sprich, wir können eigentlich das Auto hier so herstellen. Mit dem Vollgas angerauscht kommen, hier aussteigen, da einsteigen, da reinfahren, das Auto an der Seite vorbeischeuern, das darüber fahren. Dann brauchen wir noch eins, um dahin zu kommen. Puh. Und wir haben das da oben noch nicht berücksichtigt. Das hätte ich ja fast vergessen. Ich weiß noch nicht mal, wie wir da hochkommen sollen. So, jetzt schauen wir erstmal. Ups. Okay, er musste ja unbedingt das Auto hier oben herstellen, gell? Aha, schau dir das an. Das ist kombinierbar.
Das ist kombinierbar. Haben wir einen... Wir bräuchten eigentlich einen LKW. Einen LKW am besten. Haben wir aber nicht. Okay, für einen Teleskoplader ist das Ding ziemlich mickrig. Wir können damit eigentlich nichts tun. Ha. Aber ich glaube, ein LKW habe ich nirgendwo gesehen. Da ist ein Bagger. Aber LKW schaut gut aus. Never mind. Das könnte klappen. Ja, wenn wir das Ding nämlich separat fahren können, dann wird es auf einmal immer wahrscheinlicher. Wir waren auch noch nie bei dem da vorne. Vielleicht können wir auch den einzeln fahren. Schauen wir uns mal den hier kurz an. So, was hat er denn? Können wir erstmal noch eine Werkzeugkiste mitnehmen? Okay. Aber das muss ja nicht sein. Wir haben das Problem, dass wir hier keine Heckreifen mehr haben. Das ist, sprich, sowieso ein bisschen blöd, weil wir ja das Fahrzeug gar nicht fahren können, oder? Nur sehr bescheiden. Ja, das könnte schon funktionieren. Und dann können wir den Lader auch hernehmen, oder den LKW auch hernehmen, um das andere zu holen. Das würde vielleicht funktionieren. Bedeutet zwar ein bisschen mehr Vorbereitung, aber es könnte funktionieren. Schauen wir mal. Einen schönen Teich hat er da. Flop. So, wir müssten doch eigentlich auch irgendwie das da attachen können, oder? Sehe ich das richtig? Zumindest habe ich das so verstanden mit dem Brett dann auch. Ist das jetzt hier verbunden oder was? Scheint so. Wie auch immer das funktionieren soll. Das Problem ist, wir müssen da eigentlich beides drauf bekommen. Sag ich jetzt mal. Okay, um es zu lösen, wahrscheinlich einfach zu hauen, oder? Würde ich sagen, macht jetzt am meisten Sinn. Genau. Weil jetzt haben wir nämlich das Auto drauf. Und es wäre jetzt im Umkehrschluss wahrscheinlich doch klüger gewesen, wir hätten das andere Ding drauf gepackt zuerst. Also mit das andere Ding meine ich das andere Auto da hinten.
Schauen wir mal. Das Ding kann ja auch leicht explodieren. Ah, scheiße. Und ich hab's nicht gespeichert. kann ja auch leicht explodieren. Okay. Da wir das aber jetzt noch nicht gemacht haben, können wir ja auch zuerst noch das andere Ding da holen. Ups. Spiegel ein bisschen abgefahren. So, wir müssen jetzt irgendwie das Auto samt das eine Ding da drauf bekommen. Und zwar in einem Zug. So wie ich das sehe. Probieren wir das doch mal aus. Das Problem ist, wenn eins schneller runterfällt als das andere, dann reißt's ab. Also muss es eigentlich genau zeitgleich runterfallen. Ist nur mal so eine Idee. Eine Idee, die ziemlich nach hinten losging, weil ich die falsche verwendet habe. Scheiße. Ha. Bin mir nicht sicher, ist das Auto noch ganz? Scheiße. Ich komme da auch immer so schlecht hoch. Oh. Kann noch einsteigen? Ja, aber es fährt nicht mehr. Ha, nee, das ist not the way to go. Okay, andere Idee. Okay. Wir hängen immer noch zusammen. Ehrlich gesagt, ich frage mich, wie der den scheiß Auto da hochgekriegt hat. Und die wichtigere Frage ist, wie kriege ich das jetzt runter? Ich meine, gut, das Kabel ist relativ lang. Es ist wirklich verdammt lang.
Ne. That's not the way to go. Again. Es war schon nicht schlecht, was wir hier machen, eigentlich. Komm schon. Okay. Ja, ja, doch. So könnte es funktionieren. Ich bin damit zufrieden. Ich hoffe, dass die jetzt drauf bleiben, bis ich da vorne bin. Irgendwo drehe ich durch. Ja. Frage ist, kann ich... Hey, es ist verdammt eng. Und das Fahrzeug fährt auch kaum noch. Ah, da reißt er ab. Nee, ich glaube, es ist leichter, wenn wir nochmal Quickload machen. Und das Auto hier wegfahren. Jetzt wirklich ganz langsam und vorsichtig. Das Auto vorne abliefern. Wir machen nochmal Quick Save. Aber es scheint zu funktionieren. Und es scheint auch, glaube ich, the way to go zu sein. Ich glaube, da vorne liegt übrigens... Achso, ne. Ist nur ein Stück Ast. So, Quick Saven, genau. Mit dem Auto fahren wir jetzt hier runter, wollte ich sagen. Kann sein, dass es nicht geht. So oder so, wir müssen es aber entladen. Dann brauchen wir dafür nochmal einen Kran wahrscheinlich. Was ein bisschen blöd ist, weil der steht irgendwo anders. Ich weiß gerade nicht wo. Und dann sind es eh nur noch die zwei Autos halt, oder? Und der halt unten ist. Wo hab ich denn den Kran hin? Ach, den Kran hatte ich ja da vorne, gell? Stimmt. Sollen wir mit dem vortuckeln? Der ist eh auch schon ziemlich kaputt, aber... Ich sag mal, das muss er nur aushalten. Viel ist nicht mehr übrig von dem Kran. Schauen wir einfach mal. Aber ich bin ziemlich guter Dinge, dass wir das hinbekommen, ehrlich gesagt. Also, es sind dann nur noch drei Autos zum reinfahren.
Und drei, die wir eigentlich dann schon da haben. Also ich sehe das mit ziemlich positiver Stimmung. Ich wollte eigentlich nicht darauf fahren. Ich habe mir das gerade anders überlegt. Wir fahren von der Seite her. Mit dem da raus. Den brauchen wir ja dann vorne wieder bei dem anderen. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, ob es eine gute Idee ist, den einfach da weiter hängen zu lassen. Aber theoretisch können wir ja auch einfach das Ding dann mit dem da reinfahren, oder? Ja, können wir. Okay. Gut. Dann haben wir eigentlich schon mal hier zwei Autos ziemlich gut da. Wo ist der hin? Oh nein, der ist bis da runtergerollt. Das heißt, jetzt holen wir das dritte. Und dann können wir eigentlich starten mit unserem Run. Run. Du, du, du. Der schaut jetzt wirklich nicht mehr allzu gut aus. Aber das muss er jetzt noch überleben, denn den muss man jetzt noch aufladen hier. Das wird jetzt nochmal ein bisschen tricky. Und ich glaube, es ist sogar besser, wenn wir zuerst das Teil hier aufladen. Wenn wir den nach hinten, also nach hinten reinpacken. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das dürfte gut funktionieren. Holen wir uns nochmal den großen Bagger hier. Töre. Schauen wir nochmal, da diesmal ohne kaputt machen durchkommen. Jawohl. Okay, sehr schön. Brauchen wir einen Blank. Schön zusammen verknüpft. Wir müssen wieder aufpassen, gell, weil das ja so schnell explodiert. Das haben wir vorher ein bisschen unterschätzt. Okay. Ja. Nicht ganz da, wo ich ihn eigentlich haben wollte. Aber ich sehe da schon die ein oder andere Möglichkeit, wie wir das so hinkriegen, wie wir das wollen. Okay. Hallo? Soweit, so gut. Okay, das hat nicht so gut gehalten. Na komm schon. Mag nicht ganz so, wie ich will.
Hacko, zack. Bleib halt dann einmal so, wie ich das will. So in etwa dürfte das sein. Okay. Kann ich jetzt mit dem wieder wegfahren? Jawohl. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, weil der ja hier verbunden ist. Also es hat funktioniert. Wahrscheinlich wäre es wurscht gewesen, dann hätte ich es halt einfach da hinterher gezogen. Okay, also ich muss schon sagen, wir kommen dem Ziel immer näher. Also... Es wird. So, 3 Autos stehen da, parat. Das Auto steht parat, um dann das zu holen. Wir fahren mit dem Hintern quasi zuerst los, holen das hierher, fahren mit dem da rein, holen das. Brauchen dann quasi nochmal eins. Ein Auto brauchen wir noch, um das Auto hier zu holen. Und dann sind wir eigentlich durch. Genau. Das müssen wir noch irgendwie holen. Wobei ich mir gerade denke... Ah ja. Das kriegt er mit. Okay. Das ändert nichts an der Tatsache, wir brauchen trotzdem noch ein Auto. Holen wir uns doch mal eins. Wo könnten noch ein paar rumstehen? Relativ wenig Autos heute da gewesen. Letztes Mal war doch hier ein Zelt auch noch aufgestellt. Das da brauchen wir ja. Schauen wir mal, ob da vorne noch welche drin sind. Beziehungsweise, ich glaube, oben war wieder noch ein blaues, so ein kleines blaues Auto gestanden. Jetzt schauen wir mal noch kurz. Ne, ist diesmal alles leer. Eins bräuchte man noch. Irgendein Fahrzeug. Zur Not nehmen wir den Telelader. Aber genau, hier ist noch das Blaue. Wir haben noch gar nicht reingeschaut, ob hier noch hinten einer drin ist. Ne, auch leer. Okay. Okay, also ich bin der Meinung, wir sind soweit und können starten. Ich glaube, ich habe alles vorbereitet, was zum Vorbereiten war. Von dem her, probieren wir es einfach mal. Es ist echt cool gewesen, dass wir da 3 Autos abschleppen quasi konnten, ohne den Alarm auslesen zu müssen. Finde ich wirklich cool. Und ich glaube, auch sonst wäre es nicht möglich. Schauen wir mal, ob es überhaupt möglich ist. So, quick save und dann würde ich sagen, let's go. Oh. Nicht zu viel Gas, scheinbar. Okay, ne, der Start gefällt mir nicht. Auch wenn wir es vielleicht schaffen würden. Mit solchen Starts bin ich nicht zufrieden. Das ist schon besser gelaufen. Er hat's nicht eingesammelt. Er hat's nicht eingesammelt. Scheiße. Dann probieren wir das mal kurz aus, ob er das überhaupt einsammeln würde. Aber
muss es einsammeln, sonst funktioniert meine Strategie nicht. Ja, er sammelt sein. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Oh Gott. Ne. Auch wenn das vielleicht noch genug Zeit gewesen wäre, aber das war ja ein furchtbarer Run. Also den haben wir zwar schon ganz schön mitbekommen, aber das Sportauto. Schon wieder verkackt. Ah, warum habe ich das nur mit dem Sportauto verkackt? Nervt mich jetzt ein bisschen. Den haben wir jetzt relativ schön rübergebracht. Komm schon. Jawohl. Das war eher schlecht. Erst das Auto reinfahren müssen. Oh nein, das ist noch gar nicht. Oh, wir können damit noch gar nicht losfahren, weil wir es noch gar nicht freigegeben haben. Oh. Scheiße. Also ich glaube, die Zeit wird zählen. Oder was heißt zählen? Wird reichen. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir müssen zuerst das grüne Auto reinfahren. Und dann erst mit dem. Den auf dem Tieflader. Und dass wir den grünen noch gar nicht reinbekommen, das habe ich nicht bedacht. Eieieiei. So, was haben wir denn hier? Das soll es dann eigentlich gewesen sein, oder? Ja. Das war's dann. Okay. Dann können wir den reinfahren, den können wir reinfahren und dann sollte das passen. Wo ist denn eigentlich unser... Okay, wir können einfach hier reingehen. Gut. Jetzt aber. Jetzt muss es funktionieren. Das wusste ich nicht, dass wir da... Gut, wenn ich das Teil weiter vorgelegt hätte, dann wären wir... Ne, wären wir auch nicht runtergekommen, weil wir mussten jetzt erst ein paar Teile lockern. Au. Aus dem Weg. Okay, Quick Save, let's go. Nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Hier haben wir immer noch das Problem, dass wir hier noch nicht wirklich frei gemacht haben. Okay. Ja, aber das schaffen wir locker. Okay. Gut. Hallo? Wunderbar. Auch diese Mission zu 100% erfüllt. 8 Sekunden hatten wir noch übrig. Halbe Stunde haben wir gebraucht. Bei ein paar Sachen echt komisch waren. Aber war trotzdem
sehr, sehr schön. Hat mich gefreut, dass wir wieder alle 6 Ziele erreichen konnten. Auf die richtige oder nicht richtige Art, je nachdem. Ist ja wurscht. Hauptsache drin sind sie. Ah. Dann das da rein. Dann den zurückgesetzt. Mit dem ein bisschen vorgefahren. Cool. Freut mich. Weiter geht's. Ballistik. You reached a new rank. And a new tool has been delivered. Ich bin im Bad. Ich habe meine Wäsche gewaschen. Zum ersten Mal in den 53 Punkten Score. Neue Regale. Okay. Ist da oben auch irgendwas Neues? Mein Bett war ja letztes Mal schon drin. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Rocket Launcher. Willst du mich verscheißern? Oh Gott. Ja. Schön.